Die Seite des Würfels ABCDEFGH misst 12 cm. Wie groß in Kubikzentimetern ist das Volumen der Pyramide EFBG? Die Seitenlänge des Würfels beträgt 12 cm und was wir suchen, ist das Volumen von dieser grünen Pyramide, die eigentlich ein Tetraeder ist. Wir suchen also den Rauminhalt von diesem grünen Tetraeder. Der Rauminhalt von diesem grünen Tetraeder, das ist ein Drittel vom Rauminhalt von diesem Magenta Prisma. Also Rauminhalt des grünen Tetraeders, das ist ein Drittel vom Rauminhalt von diesem Magenta Prisma. Und der Rauminhalt von diesem Prisma, das ist die Hälfte von dem Rauminhalt des Würfels. Also wissen wir, dass der Rauminhalt von diesem grünen Tetraeder ein Drittel von der Hälfte des Würfelvolumens ist und somit gilt, der Rauminhalt des Tetraeders, das ist ein Sechstel vom Würfelvolumen, also ein Sechstel von 12 hoch 3. Wir schreiben die 12 hoch 3 aus, denn so können wir hier schnell durch 6 kürzen. Dieses Produkt ergibt also 2. Das Quadrat von 12, das macht 144 und 2 mal 144 macht 288. Und demzufolge ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.